Der Titel dieses Videos lautet Polynomfunktion aus Sachverhalten oder kann man auch aus Sachaufgaben sagen, dazu sagen. Und das ist jetzt so eine Art Klausurvorbereitung. Wir haben also das als Thema. Und nun wollen wir gucken, was für Sachverhalte oder was für Sachaufgaben können denn da überhaupt rankommen. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht, wenn man zum Beispiel mal ein Gebäude nimmt zum Beispiel, das so könnte man sich auch als so eine Art Zeltstangen vorstellen. Und wir wissen von diesen, dass die eine Höhe haben und dass sie eine Breite haben. Und wir wissen jetzt, dass die Länge oder die Tiefe dieses Gebildes hier dreimal so lang ist wie diese Seite. Ja, die Breite ist x und die Länge ist 3x. Ist in diesem Fall, wenn diese hier dreimal so lang ist wie diese hier. Wenn diese hier viermal so lang ist wie diese hier, dann kommt da eine 4x hin. Gut, jetzt soll das Volumen V, soll meinetwegen gleich 100 Kubikzentimeter oder Kubik, wir machen mal groß, Kubikmeter sein. Gut, 100 Kubikmeter. Und jetzt sollen wir die Höhe und Breite und Länge des Zeltes bestimmen. Wir könnten ja uns vorstellen, dass wir ein ganz, 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 ganz flaches Zelt nehmen, das unglaublich breit ist, ja, vielleicht bis hier sogar, und unglaublich viel länger noch, das würde hier hinten die ganze Tafel noch einnehmen. Das könnte ein solches Volumen haben. Es könnte aber auch ein Volumen sein, irgendwie, das so aussieht wie ganz, 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 ganz hoch. Und dafür aber nicht so breit und nicht so lang. Ich hoffe, das kann man sich denken, dass es da verschiedene Lösungen bei diesen Polynomfunktionen bzw. bei diesen Sachaufgaben gibt. So, in diesem Fall wäre jetzt das Volumen eines. Und was ist das hier? Das ist ein Quader. Ja, das muss man da definitiv erkennen können, irgendwie, dass diese Skizze hier das Volumen eines Quaders. Man könnte sich ja auch vorstellen, hier unten ist ja noch die Grundfläche, das steht ja nicht in der freien Luft. Das heißt, dieses hier ist sowas ähnliches wie ein Würfel und ein allgemeiner Würfel nennt sich halt Quader. Bei einem Würfel wäre dieses hier genauso lang wie dieses hier und auch h wäre so groß wie x. Das heißt, man kann auch da, muss man jetzt bestimmte Formeln, zum Beispiel für das Volumen eines Quaders, muss man wissen. Das Volumen eines Quaders ist Länge mal Breite mal Höhe. Und in unserem Fall können wir jetzt sagen, die Länge ist ja, ne, die Breite war x und die Länge war 3x und die Höhe bleibt h. Da wissen wir nämlich nichts drüber. 3x mal x können wir noch zusammenfassen zu 3x Quadrat. Dann steht hier v ist gleich 3x Quadrat mal h. Und es gibt jetzt auch folgende Schreibweise noch, dass man sagt tatsächlich, dass v ist ja eine Funktion abhängig von x und von h. So, jetzt haben wir hier sowas Ähnliches wie die Hauptbedingung bei Extremalaufgaben. Das aber nur so nebenbei, damit man das schon mal gehört hat, dass das was damit zu tun hat. Und wir haben hier noch was anderes stehen. Und zwar haben wir hier noch in dieser Aufgabe steht auch noch drin, dass diese Stangen, die wir hier benutzen, für dieses riesengroße Vorzelt, diese Stangen, das sind ja alles Stangen, die zum Gerüst dazu gehören. Dafür haben wir jetzt insgesamt, Stangen nenne ich mal jetzt S hier, sind insgesamt 40 Zentimeter lang, 40 Meter lang natürlich. 40 Meter lang. Und jetzt können wir ja sagen, dass wir diese Zeltstangen benutzen müssen für die Höhe, für die Breite und für die Länge. Und deswegen werden wir diese Informationen, die wir jetzt hier gesammelt haben, werden wir jetzt gleich in zwei Gleichungen, eine haben wir ja schon hier, einbauen. Ja, ich werde aber trotzdem jetzt hier gleich schon mal sagen, dass wir 40 Meter ist ja gleich 1 mal h, 2 mal h, 3 mal h, 4 mal h. Also ich brauche 4 mal h. Und ich brauche 1 mal x, nochmal x und 2 mal 3x. Wie viel x sind das dann insgesamt? 3 plus 3 sind 6, plus 2 sind plus 8x. Jetzt habe ich hier eine Gleichung, das Volumen, und eine Gleichung, die sich um die Stangen oder um die Länge insgesamt schert. Wir haben ja nur 40 Meter zur Verfügung und wir sollen auf 100 Kubikmeter kommen. Und deswegen ist das jetzt hier
eine Gleichung mit h und x und dieses hier ist auch eine Gleichung mit h und x. Und jetzt, wenn wir hier nachher nur eine Gleichung haben wollen, eine Polynomfunktion mit nur einer Variablen, im Moment haben wir eine Polynomfunktion mit zwei Variablen, dann müssen wir die zweite Gleichung hier nach einer der Variablen auflösen. Und das, was sich dann hier ergibt als Term, zum Beispiel h ist gleich irgendwas, wir lösen diese Gleichung 2 nach h auf, dann können wir dieses ist gleich irgendwas, können wir hier in diese Gleichung für h einsetzen. Und da in diesem Term hier unten in Gleichung 2 nur Zahlen, h's und x drin vorkommen, wird der Term, den wir herausfinden, wenn wir das hier nach h auflösen, irgendwas mit x und einer Zahl zu tun haben. Und dann setzen wir das hier ein und kriegen nur zwei Terme, nee, kriegen wir einen Term raus, wo nur noch x drin ist. Das wollen wir uns mal angucken, aber dafür werde ich nochmal die Tafel. Dies hier also die beiden Gleichungen und wir haben gesagt, wir wollten die zweite Gleichung gerne nach h auflösen. Also rechnen wir minus 8x, dann steht da 40 Meter minus 8x. Man könnte auch 8x Meter sagen, weil x ist ja eine Meterangabe. Deswegen kann man aber auch in der Berechnung immer, oder nicht immer, aber häufig muss man fragen, ob man das darf in der Schule, die Einheiten weglassen, bis man das Ergebnis verkündet. Dabei muss man natürlich dann selber noch im Kopf haben, was denn eigentlich, welche Einheit denn das Ergebnis haben sollte. Ist gleich 4h, denn hier fällt die 8x weg, geteilt durch 4 ergibt dann, und ich schreibe das jetzt gleich mal so, wie ich das immer gewohnt bin, wenn ich weiß, dass hier nur noch h rauskommt, dann schreibe ich das h gerne auf die linke Seite. H ist gleich, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich dann leichter die Gleichheitszeichen unter Gleichheitszeichen setzen kann, ist gleich 10 minus 2x. Und ich habe ja gesagt, wir haben jetzt einen Term rausgekriegt mit einer Zahl und einem was mit x. Und das hier wollen wir nämlich jetzt für dieses h hier einsetzen. Dann steht da, v ist gleich 3x² mal 10 minus 2x. Das mal hier bezog sich ja auf das h, deswegen muss ich das h jetzt auch auf diesen gesamten Term beziehen. Deswegen hier die Klammern, damit sich nämlich das 3x² auch hier auf den gesamten Term, der h repräsentiert, bezieht. So, das Ganze wird ausmultipliziert. Das mache ich jetzt mal hier nach oben, indem ich das hier einfach wegmache. Dann haben wir nämlich v ist gleich 3x² mal 10 ist 30x². 3x² mal minus 2x ist minus 6x hoch 3. Und das ist unsere Polynomfunktion, die jetzt darstellt, welche Länge x haben muss. In diesem Beispiel mit den 40 Metern. Und damit wir das Ganze jetzt auflösen können, weil wir wollen ja eigentlich, wollen wir tatsächlich x rauskriegen, wir hatten ja auch noch raus, oder als gegeben, haben wir die 100 Kubikmeter. Sollte V sein. Das heißt, wir können jetzt hier für V 100 Kubikmeter einsetzen, ist gleich 30x² minus 6x hoch 3. Das lösen wir auf und normalerweise sortiert man die x mit dem höchsten Exponenten nach vorne. Das heißt, wir können jetzt hier minus 100 rechnen. Dann steht da minus 6x hoch 3 plus 30x² minus 100 ist gleich 0. Und dieses hier ist jetzt eine Gleichung. Polynomfunktion ist gleich 0. Das heißt, wir sollen eigentlich die Nullstellen einer solchen Gleichung rausfinden. Und an der Stelle setzt dann das Horner Schema ein. Und zwar verlinke ich da gleich nochmal zwei Videos darunter. Eins, wie man eine konkrete Lösung sucht. Und eins, wie man aus diesem Horner Schema, wie man das als Polynomdivision verwendet, um dann hinterher eine quadratische Funktion aus so einer Funktion mit x hoch 3 rauszukriegen, die sich dann mit der PQ-Formel lösen lässt.